Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu dieser Nachrichtensondersendung von KKN Extra. Der Ansturm auf die Allgäu-Stores hält an. Auch heute bildeten sich wieder lange Schlangen vor einigen Läden, die seit letzter Woche im gesamten Bundesgebiet allgäuerische Trachten und kulinarische Spezialitäten anbieten. Besondere Begeisterung lösten die allgäuerischen Trachtenjanker aus. In Frankfurt-Oder kam es zwischen zwei aufgebrachten Kunden sogar zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, bei der jedoch niemand verletzt wurde. Experten sprechen schon jetzt von einer sogenannten Allgäuifizierung. Die Polizei vermutet, dass der ehemalige Journalist Volker K. und der auf unbestimmte Zeit beurlaubte Realschullehrer Michael K. die Allgäuifizierung ausgelöst haben könnten. Wir schalten nun zum allerersten Mal in der Geschichte unseres Senders live zu unserem Allgäu-Korrespondenten David Schneider. David, wie schätzen Sie die momentane Lage ein? David, können Sie mich hören? Offensichtlich hört uns unser Allgäu-Korrespondent noch nicht. Es scheint, als hätten wir eine vorübergehende technische Panne. Kurze Frage an die Regie. Wollen wir mit dem nächsten Beitrag weitermachen? Du schaffst das. Oh. Ah, David, können Sie mich jetzt hören? Ja, ich kann Sie laut und deutlich verstehen. David, wie reagieren denn die Allgäuer auf das seltsame Phänomen der sogenannten Allgäuifizierung? Also hier im Allgäu. Hört mal. Ah, David, können Sie mich nun verstehen? Noch heute Morgen dachten manche Allgäuer, dass ihre Heimat für den überwiegenden Teil der Menschheit ein gänzlich unbekanntes Territorium sei. Niemand hier hätte mit derartig positiven Reaktionen gerechnet. Die sogenannte Allgäuifizierung gleicht einer Sensation. David Schneider, KKN Extra, Altusried, Oberallgäu. Danke, David Schneider, für diese aufschlussreichen Informationen. Wir werden Sie natürlich auch weiterhin über neue Entwicklungen in Sachen Allgäuifizierung auf dem Laufenden halten. Mein Name ist Carmen Marietta Brackers und das war KKN Extra. Gute Nacht, Deutschland.